Der Pop-Titan und die brünette Schönheit. Dieter Bohlen und Estefania Küster sind von 2001 bis 2006 eines der Traumpaare der deutschen High Society. Auch wenn beide heute in anderen Beziehungen glücklich vergeben sind, verbindet sie für immer ihr gemeinsamer Sohn, Maurice Kasian. Der 15-Jährige lebt mit seiner Mutter, ihrem Mann und seinen beiden Halbgeschwistern auf der Sonneninsel Mallorca. Papa Dieter sorgt kürzlich mit seinem Jury-Aus bei DSDS für Schlagzeilen. Seine schöne Mutter zeigt sich zur großen Freude ihrer Fans indes immer wieder in sexy Sommerlooks und knappen Sportoutfits. Dass bei einem solchen Paar auch der Nachwuchs beeindruckend ist, ist wohl kein Wunder. Wie der 15-jährige Maurice jetzt aussieht, zeigt die gebürtige Paraguayerin auf Instagram. Aber ist er das wirklich? In dem schicken weißen Hemd mit Männerzopf hätten wir den Teenager kaum erkannt. Mit freudigem Blick löffelt der Bohlenspross ein edles italienisches Dessert. Estefanias kleiner Liebling ist wohl ziemlich erwachsen geworden. Auf seinem Instagram-Account zeigt der Mädchenschwarm nicht nur seinen coolen Style, sondern auch seine Skaterkünste. Der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm.